ich möchte heute Folgendes einbauen in mein E-Bike, und zwar einmal die Handyhalterung. Schauen wir mal, wie sich das angeht, wie das funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, das ist noch ganz aktuell. Und damit man dann genügend Strom hat für sein Handy und für die Navigation, hier die Powerbank. Beides von Amazon. Und ja, jetzt packen wir es mal aus. Und hier ausgepackt, hier die eigentliche Halterung. Sieht schon mal sehr, sehr wertig aus. Dann hier fürs Lenkrad, Befestigung fürs Lenkrad. Die nötige Mutter und das, ich denke mir, das sind noch so Gummis. Die kann man nutzen, denke mir, für das Handy. Und noch eine Beschreibung. Ja, das war's eigentlich schon. Und das war's. So, ich habe das hier mal zusammengebaut. Also hier die Halterung. Und hier sieht man schon, da passend wie das riesen Handy rein. Und hier dreht man das dann zusammen und macht das dann genau passend. So, ich werde mein Handy hier dann nehmen, und zwar werde ich mein älteres iPhone 8 dafür nehmen. Das ist fürs Fahrrad, wie gesagt, finde ich ganz praktisch. Und so ist es drin. Und jetzt wird es hier. Naja, jetzt ist es fest. Wunderbar. Das Gerät ist fest. Hier ist flexibel. Flexibel. Und hier mit der Mutter werde ich das am Lenkrad dann befestigen. Auf jeden Fall, es macht schon mal einen sehr, sehr wertigen und guten Eindruck. Und ja, bin mal gespannt, wie das dann am Fahrrad funktioniert. So, also hier die eigentliche Powerbank. Und hier noch die Halterung. Die Halterung, genau hier. Ein kleines Kabel. Und das war es eigentlich schon. Die Beschreibung ist hier. Mehreren Sprachen. Okay, dann bauen wir es mal zusammen. So, ist recht einfach. Also einfach nur zusammenstecken. Unten kann man schon erkennen, fürs Lenkrad. Das Kabel zum Laden und Beladen des Handys. Und noch eine Funktion, ist eine kleine Lampe dabei. Ist auch ganz nett. Okay, dann geht es jetzt ans Einbauen. So, ich möchte das gerne auf dieser Seite machen, am Akku. Man kann es auch so machen. Muss man mal sehen, wie es am besten aussieht. Oder so. So wäre auch eine Möglichkeit. So, es ist geschafft. Also ich habe mich jetzt so entschlossen, das so anzubringen. Und zwar alles auf der rechten Seite. Und das sieht harmonisch aus. Und außerdem passt mein Kabel dann ganz gut. Also es ist recht einfach anzubringen. Alles perfekt. Jetzt macht das Fahrradfahren mehr Spaß. So, das ist übergeblieben. Das heben wir uns dann schön auf. Man weiß ja nie. Und das Kabel brauche ich jetzt erstmal nicht für das iPhone. Das geht nur für ein mit diesem Stecker, mit dem USB-C-Stecker. Also für Xiaomi zum Beispiel oder für ein Samsung-Handy. Ja, und das werde ich jetzt hier schön reinpacken, und dann habe ich das
erledigt und hat super geklappt. Kann man weiterempfehlen. Ich habe jetzt getauscht. Ich habe jetzt mal mein Xiaomi Gerät genommen. Das ist natürlich eine etwas größere Version. Würde ich auch nicht schlecht finden. Aber ich, wie gesagt, ich werde mich jetzt für mein kleineres iPhone entscheiden. Passt besser am Lenkrad, aber es würde auch gehen. Also ist hervorragend. Also die Halterung für große und für kleine Handys geeignet. Ja, jetzt nochmal das Xiaomi-Gerät eingebaut. Das passt also auch wunderbar. Und ja, man kann diese Halterung wirklich empfehlen. Ist wirklich für kleine und für große Handys wunderbar geeignet.